Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Ja, da hätte ich natürlich nochmal die Webcam ausmachen können. Habe ich aber nicht. Tatsächlich habe ich mir jetzt ARK ASA oder ASA, ASA, wie auch immer, gekauft und wir werden jetzt ein Let's Play dazu machen, beziehungsweise ich werde jetzt ein Let's Play dazu machen. Aber vorher, wir sind auf der Xbox Series S und dadurch haben wir ja wahrscheinlich das eine oder andere Performance-Problem. Weshalb wir immer ein paar Sachen umstellen müssen am Anfang. Wir sind jetzt gerade so bei 40 FPS. Ich lasse das erstmal und so müssen wir ein bisschen bei 30 FPS. Ich lasse das nicht so. Die gehe ich einmal kurz durch. Ich muss die immer wieder vom Neuen quasi aktivieren. Dass einfach ein paar mehr FPS bei rumkommen. Was schon echt crazy ist, dass man das überhaupt machen muss. Aber einmal am Anfang. Und dann ist es fertig. So, Game sieht natürlich deutlich anders aus. Ich sehe gerade schon, dass es so ein bisschen Screen Tearing auch gibt. Ist nicht mein Aufnahmeproblem sozusagen. Das ist ein Problem von ARK selbst, was da passiert. Wir sind im Singleplayer unterwegs. Wir sind auf der Series S unterwegs. Mein PC hat es dahin gerafft. Deswegen sind wir auf der Series S unterwegs und werden das Beste daraus machen. Das Ganze wird hier uncut kommen. Und ich spiele es quasi auch zum ersten Mal jetzt hier ASA. Also ich habe mir das letzte Wochenende gekauft, einmal kurz reingeguckt und jetzt gehen wir vollständig rein. Und der Plan ist dann, das Ganze uncut hochzuladen, dass es quasi wie ein Play-Along ist. Und man dann eben, also ihr, das dann halt auch machen könnt, ne? Wenn ihr zum Beispiel Anfänger seid in dem Game, weil ich muss mich auch wieder ein bisschen reinfuchsen. Habe das Ganze auch schon länger nicht gespielt und vor allem muss ich mich orientieren, weil das schon ein bisschen anders aussieht. Und das Spiel würde natürlich auch ein bisschen besser aussehen, wenn... Es ist unglaublich hell bei euch, ne? Ich muss nochmal gucken, ob man da nochmal ein bisschen was runtergedreht bekommt. Wo war ich stehen geblieben? Ich muss mich auch wieder reinfuchsen, weil ich lange keine ARK gespielt habe. Ich habe die Singleplayer-Stats und so noch ein bisschen angepasst, habe mich an dem Video orientiert. Und wir schauen mal, was wir machen. Ich habe eigentlich eingestellt, genau, Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel habe ich auch eingestellt, dass man das gehen kann. Dass wir da ein bisschen vorankommen durchs Spielen. Und dann gibt es das ganze Uncut und das ist geplant, wie das auch bei ARK Storytime der Fall war. Wir steigen jetzt sehr schnell im Level auf. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal anpasse, ob das nicht zu schnell ist oder ob das passt. Jetzt haben wir schon das zweite Level, einfach nur gefühlt durch rumstehen. Ich finde es... Ah, doppelt draufklicken ging doch. Ah ja, okay. Das ging nämlich vorhin, als ich das machen wollte, nicht. Aber wie gesagt, es ist so als Play-Along einfach ja, zu betrachten, wie das bei ARK Storytime auch war. Da haben wir es halt nie bis zu den Bossen geschafft. Weil ich einfach das Züchten von Dinos ultra langweilig finde in dem Spiel. Und das werden wir ein bisschen anpassen, dass das dann ein bisschen höher ist. Und. Fairly unremarkable by the island standards. Oncorhynchus grexlamia is a generally passive fish. Its main form of protection is swimming in a large school. Oncorhynchus does not like conflict.
and generally swims away from anything larger than itself at very high speeds. Once provoked, however, Onchorhynchus becomes quite aggressive, along with its nearby brethren. It locks onto its prey with its long saber teeth and begins draining the creature's blood. This loss of blood is not too dangerous alone, but when a school of Onchorhynchus attack at once, their target quickly loses speed and stamina from blood loss, drowning if it cannot breathe underwater. Like many of the smaller fish found on or around the island, Onchorhynchus cannot be tamed. But it is often herded and harvested for its resources. In particular, certain cuts of Onchorhynchus meat are considered to have superb quality and are often referred to as prime fish, used for specific high-end concoctions and taming the island's many piscivorous creatures. Ja, das wusste ich nicht, dass es jetzt hier eine Vertonung gibt von der ganzen Geschichte. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Explorer-Notes sammeln, damit wir schon mal ein bisschen Level machen. Deswegen ist halt auch die Frage, ob dann die XP-Stats hoch sind oder nicht. Passen wir so mal an. Aber Richtung 100 ist es dann sowieso ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall der Plan ist, das Ganze Uncut zu machen, eine halbe Stunde Folgen ungefähr. Und dann kann ich gleich nochmal darauf eingehen, wie das Ganze ablaufen soll. Das Ding ist halt echt, dass es ein bisschen anders aussieht von der Map, ne? Und ich deswegen ein bisschen Probleme habe, die Nose zu finden. Ich glaube, weiter oben müsste noch eine sein. Ich versuche mal eben nebenbei schon mal ein bisschen Kram zu sammeln, dass wir dann die Note auch nutzen können zum Leveln. Und ich kann eh noch gleich ein paar Sachen freischalten. Wir bräuchten mal Feuerstein irgendwie. Also Ressourcen-Gathering ist auch halt hoch, ne? Dass wir ein bisschen besser durchs Game kommen, aber irgendwie ist da noch nichts an Feuerstein dabei. Aber der müsste doch auch dabei sein, oder nicht? Wenn ich hier raufschlage, passiert ja nichts. Mal gucken. Oder habe ich gerade was verwechselt? Nein, ne? Wir haben bisher die Axt. Oder können wir die... Ah ne, wir haben auch die Steinspitzhacke. Habe ich die gerade nicht gesehen? In der Herstellung? Ach, da vorne. Ja, dann ist es kein Wunder. Ich wollte schon sagen. Was ist da denn los mit dem Feuerstein, den wir sammeln müssen? So, die müsste irgendwo im Inventar sein. Muss mich noch ein bisschen reinfuchsen mit dem Controller. Ich könnte theoretisch auch Maus und Tastatur anschließen. Das Ding ist aber, das hat mir nicht besonders gut gefallen, als wir das bei Ark Storytime gemacht haben. Da waren wir auch einmal kurzfristig auf der Series S unterwegs. Da sah das Spiel meiner Meinung nach übrigens auch besser aus als jetzt. Aktuell ist sowieso eine super Katastrophe, dass ich stell mal schon mal ein paar Sachen her, dass wir uns ein bisschen verteidigen können. Und vielleicht auch noch ein bisschen Rüstung und so. Und dann muss ich gleich mal gucken, wir leveln erstmal und dann gucke ich, was wir alles freischalten. Weil irgendwo müsste hier noch eine Note sein. Weil erstes Ziel müsste irgendwie auch sein, dass wir uns erstmal ein Flugtame organisieren können. So, das müsste ich einfach an. Ah, nee, warte. Falsches Inventar. Das müsste ich einfach anziehen können. Jetzt stelle ich nochmal eine Hose her. Kann ich das abbrechen? Warte, nein, kann ich nicht. Wir haben eine zweite Hose. Dann ist das so. Wir gehen erstmal auf Geschwindigkeit auch, dass ich hier schnell hin und her komme und dann leveln wir. Also dann schalten wir ein Gramm später frei. So, trotzdem suche ich mal eben die Note. Weil ich bin der Meinung, dass irgendwo noch eine, also eigentlich relativ weit vorne, irgendwo an einem Stein noch eine war. Die wäre schon nochmal ganz gut, wenn wir die jetzt einsammeln könnten, gibt direkt nochmal ein paar Level oben drauf. Aber dadurch, dass eben ein bisschen, dass alles ein bisschen anders aussieht, ist es eben, was es ist. Weil hier sind wir doch, glaube ich, dann schon wieder zu weit, oder nicht? Ha! Das wird dann auf jeden Fall richtig interessant, weil das eigentlich immer so Plan von meinem Anfang ist, dass wir nicht so viel durchgrinden müssen, beziehungsweise einfach auch ja dann schnell leveln können, ne? Und das eben nicht mehr durch den, also wir grinden schon am Anfang auch ein bisschen rein, dadurch, dass wir dann einfach die Notes nutzen. Aber ich glaube, hier bin ich zu weit und hier kommt keine mehr. Wenn, dann ist noch drüben eine. Auf einem anderen Stück. Gehen wir mal eben hin, gucke ich mal eben, ob da was ist. Jedenfalls, warum kommt jetzt ein ASA-Let's Play von mir? Naja, ich habe ja nun mal diesen Kanal hier. Und ich finde das einfach unglaublich schade, wenn der nicht genutzt werden würde, was ja aktuell der Fall ist, kommen ja keine neuen Videos mehr. Und so ein ungeschnittenes Let's Play ist schon wenig Aufwand. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
Und dass das auch über einen... das finde ich wirklich cool, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Sehe ich gerade zum zweiten Mal. Also ein Baby-Dodo sehe ich zum ersten Mal. Sowieso in Ark. Aber mega cool, ja. Dass hier jetzt hier Babys rumlaufen, finde ich mega cool. Habe ich vorhin schon einen Trike gesehen. Genau, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit dann eben hoch, dass das eben auch längerfristig passieren wird. Meine Ausbildung, na, ist ja jetzt schon fast seit 3 Jahren durch. Aber ich habe ja angefangen zu studieren. Das kostet eben Zeit. Arbeite auch mittlerweile in einem Forschungs-Wissenschaftsprojekt mit und so bei uns an der Uni. Beziehungsweise ist es aufgeteilt auf 3 Unis und so weiter. Das kostet alles ein bisschen Zeit. Und ich baue noch einen weiteren Kanal auf, der sich dann eben mit sozialer Arbeit beschäftigt. Und dementsprechend, finde ich, so ein bisschen schade, wenn der Kanal hier so liegen bleibt, weil hier einfach sehr viel Zeit auch reingeflossen ist. Und das ja auch ein großes Privileg ist, ne? Ich habe nochmal reingeguckt. Ark Storytime lief einfach auch sehr, sehr gut. Und das ist ja, kein klassisches Let's Play, aber schon Let's Play Content. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass man das machen kann auf YouTube, weil das eigentlich so übersättigt ist. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das hier laufen wird. Aber eigentlich müsste doch hier noch eine Note sein irgendwo, bin ich der Meinung. Ist jetzt auch geil, dass ich die komplette Note aufbrauche, ohne eine weitere mitzunehmen und die gar nicht so richtig nutzen. Ne? Welches Level ist das aktuell? 16. Ich bin der Meinung, hier wäre eine. Habe ich die Axt gemacht eben? Ja, dann ballern wir uns die auch schon mal unten rein. Speer nehmen wir auch mit und dann gucken wir mal. Ist halt übel hoch das Gras auch, ne? Also klar, ich könnte in Third Person gehen. Hier, Baby Trike. Sehr, sehr cool. Aber hier war doch immer eine Note noch mit dabei. Also ich gehe davon aus, dass die Notes einfach alle da geblieben sind, weil ich jetzt ja eine gefunden habe. Kann aber auch sein, dass ich falsch laufe, aber ich bin der Meinung, irgendwo hier im Bereich. Sonst klöppel ich jetzt erstmal ein paar Sachen ab. Ich level mal kurz das Fundament, dass wir ein Fundament craften können. Guck mal, was wir dafür brauchen und dann haben wir noch ganz bisschen Zeit, das eben zu machen. Holzfasern, Stroh. Ja. Das ist Stein, kein Holz. Ich muss sagen, es ist echt krass, ne? Also ich habe echt alle Einstellungen runtergeballert, die wir so... Ey! Hä? Oh ja, ich bin auch zu voll. Dann war es das mit dem Level. Wie droppe ich das? Habe ich den geschlagen gerade? Ich hoffe ja wohl nicht. Naja, wird uns ja freundlicherweise angezeigt, wo wir das letzte Mal gespawnt sind. Jedenfalls, ich finde es krass, ne? Dass ich schon echt die Einstellung auch angepasst habe und dass das hier teilweise eben waren wir bei 30 Frames, also ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, aber auf der rechten Seite laufen die Frames mit. Ich finde das schon relativ interessant, man merkt es einfach auch. Ich war eben gerade nochmal in Witcher 3 drin. Es hat ja auch ein, also es ist ja jetzt Current Gen, aber es hat ein Current Gen Update bekommen und da kannst du switchen zwischen Performance Mode und so gut aussehen Mode und ja, selbst im Performance Mode, du hast dann deine 60 FPS und es läuft halt immer noch gut, ne? Also es sieht auch immer noch schön aus, meine ich. Und das wäre doch cool, wenn es das hier auch mal gäbe irgendwie, dass du halt switchen kannst. Und nicht darauf angewiesen bist, also auf einer Konsole Grafikeinstellungen anzupassen, ne, weil das Spiel nicht optimiert oder nicht gut optimiert ist, das ist halt echt crazy. Weil das ja früher immer so der unique selling point von einer Konsole war. Gut, ich hole mir keinen Rechner, dafür eine Konsole, weil ich kann dann auch wirklich alles spielen, was dafür rauskommt, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Ne, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber warum spielst du nicht auf dem PC? Wie gesagt, meiner ist gerade hinüber und ganz generell finde ich es einfach nicht gut, wenn man es rausbringt, dass es dann auf den Plattformen nicht läuft. Hatten wir ja auf der Switch auch schon und die Switch hat ja auch noch ein Update bekommen. Und mittlerweile geht es da auch. Okay, also ich muss den ja gehittet haben, ne? Weil hier zum Beispiel sind wir dann wie bei, ja, kurzfristig auch bei 30 FPS und dieses Screen Tearing, ne? Also immer wenn der Bildschirm sozusagen, den will ich nicht aufheben. Bitte leg ihn ab. Die Sachen nehme ich mir mal alle rüber.
Was habe ich gerade getan? Habe ich alles gedroppt? Nein. Wollte schon sagen, ich habe LB gedrückt. Ich will immer das Menü navigieren, was für mich intuitiver ist als das, was man da machen kann. Also als das, wie es vorgesehen ist, ne? Craften macht zwei Stück davon. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Level dafür. Also XP auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch. Ey, das Krasse ist, ich weiß nicht, wie es auf bei euch dann aussieht, aber ich kann dieses Körper loslassen kaum lesen, weil es so pixelig ist. Ne? Das ist echt crazy. So, aber ich will da nicht zu viel drauf eingehen und das Spiel so sehr bashen. Gibt genug Negativität in der AR-Community, habe ich so das Gefühl. Und da muss man sich ja nicht nur eingliedern. Aber trotzdem sind 45 Euro dann eine ganze Stange Geld für das, was man dann letzten Endes rausbekommt. Wir haben auch sehr viel Stein mit am Start. Wie viel Gewicht habe ich denn aktuell bei mir? Also ich bin nur so leicht drüber. Ich gehe trotzdem auf Geschwindigkeit, weil ich eigentlich Notes sammeln wollte, um zu leveln. Und da können wir Richtung Südzone 3, müsste das sein, laufen. Und da mal gucken. Und dann schmeiße ich jetzt erstmal... Ich muss auch mit den Controls klarkommen. Ich kann irgendwie das ablegen. LT, so raus mit dem Kram. Dann haben wir das schon mal. Da habe ich meinen halben Anzug wieder angezogen. Nein. Dann ist die Frage, wo ist mein halber Anzug hin? Ah, doch, habe ich angezogen. Hä? Ah, nee, hat er noch an. So wird ein Schuh draus. So, rüber in mein Inventar rein und dann ziehen wir den Kram wieder an. Hat er eben super geholfen gegen Strike. So, Stoffschuhe, Stoffhut. Wir leveln einfach schon mal ein bisschen durch. Lagerfeuer brauchen wir auch, mit Sicherheit. Steinschleuder auch. Nö. Ja, Narkosemittel. Müssen wir gucken, das ist auch alles halt höher eingestellt. Guck mal, das ist das, was ich meine, ne? Was ist das? Das ist der Bauplan für sie war. Was war sie denn? Ich verstehe es nicht. Und der Character-Editor, der ist auch Gold wert. Das ist wirklich Comedy-Gold. Wir nehmen schon mal die Lederrüstung mit. Vielleicht kriegen wir da gleich was, dass wir schon mal ein bisschen mehr geschützt sind. Ja, Level 17 erst. Ich glaube, wir müssen, wenn ich jetzt mal eingebe, PT 38 müssen wir kriegen, damit wir fliegen können. Dann könnten wir noch mehr Level machen, weil wir zu Nodes kommen, wo ich tendenziell weiß, wo sie sind. Also so ungefähr. Ja. Da läuft ein Para irgendwie. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal in die Richtung, wo ich potenziell noch Nodes kenne, dass wir da einmal kurz ein bisschen die Level stacken können. Was ist das hier? Ein Baby-Dilo. Schwebt über dem Wasser. Das ist Baby-Dilo. Josef ist ja schon. Jesus. Es sind auch wieder zwei ineinander. Das hatte ich vorhin auch schon gesehen. Da bin ich mal spaßeshalber in der Nordzone gespawnt und da waren Pinguine. Oder wie sie jetzt hier im Spiel auf einmal heißen, Taucher. Und da waren auch mehrere ineinander irgendwie geglitscht, keine Ahnung. Babypara, das ist super cool. Ich konnte halt den Pinguin konnte ich auch quasi imprinten. Okano? Ja, wir haben ja ein bisschen Tempo. Wir gucken mal, ob wir darüber kommen. Ausdauer wäre halt nochmal wichtig. Aber hier geht doch jetzt auch mal so ein bisschen arg los, ne? Mit den Dinos und so, dass die sich angreifen, das finde ich schon mal gut. Und da hinten ist die Pflanzenfresserinsel, sieht auch cool aus. Also ich finde an sich, der Look und so, ne, wenn man halt auch auf einem High-Class-PC irgendwie guckt, sieht das schon ziemlich, ziemlich gut aus. Und dass es jetzt so Baby-Dinos gibt und so, also dieser ganze Kleinkram, das ist alles schon in Ordnung, das ist auch nicht verkehrt. Ich finde einfach nur, wenn du es halt rausbringst auf allen Plattformen oder auf einer Plattform rausbringst, dann sollte es auch laufen, vor allem auf Konsolen. So, das kann es halt irgendwie nicht sein. Aber weg von dem Thema. Ja. Ansonsten habe ich alles erzählt. wie das hier abläuft. Also dass es ein Playalong ist und es eben zwei Folgen pro Woche geben soll. Das habe ich noch nicht gesagt. Jeweils 30 Minuten. Das ist für mich relativ schnell erspielt. Und dann kann ich auch noch auf Kommentare hier und da eingehen. Und ich muss mich ja eh ein bisschen reinfuchsen. Und sind wir ehrlich, ich muss auch... Ja, ja. Kriegst du es hin oder lass mich doch einfach in Ruhe. Also ich
Alter. Ich glaube auch für euch ist das... ja. Ist das Spiel nochmal ein bisschen angenehmer anzugucken. Und es ist ein Raptor, der schnell... Das ist blöd. Dann komme ich da hinten nicht hin. Also... Wenn ich jetzt durchs Wasser schwimme, ist auch schwierig, weil hier ja potenziell Haie sind. Kann ich schon ein Floß craften, theoretisch. Ich meine da, dass ich da was gesehen habe. Ist jetzt zwar ein bisschen Overkill, das eben alles zu farmen. Was heißt Overkill? Es geht. Holzfloß, 250 Holz, 75 Leder. Gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen Tiere klatschen, aber das geht schon. Was ist das da hinten? Ja, es ist, wenn ihr mal hinten auf die Dinos guckt, die sind auch so ein bisschen verschwommen. Naja. Ich wollte in mein Inventar gucken und gucken, was ich habe. Ich habe 7 Fasern, 0 Leder, 0 Holz. Holz könnte ich ja farmen und einfach droppen. Und dann aufsammeln, wenn ich dann das Floß craften will. Und dann müssen wir irgendwie nochmal ein paar Dinos klatschen. Hier waren doch eben Dodos ganz viele, ne? Das ging ja zum Beispiel. Und das müsste ja auch schon mal ein bisschen... Das Floß gibt auf jeden Fall auch ein bisschen EP. Sehr gut. Ich gehe weiterhin auf Tempo. Ich möchte schnell... Wie lange ist das jetzt hier? 1,51. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. Dann nehmen wir erst das Leder und die Fasern. Ja, das ist der scheiß Vögel hier schon wieder, ne? Das ist jetzt ja auch mein Overkill, wenn die jetzt vorbeikommen. Und einfach super doll nerven. Alter, ich sehe einfach gar nichts. Als würde ich Grounded spielen. Und einfach, ich bin, gut, mein Charakter ist auch klein, ne? Machen wir uns nichts vor, aber trotzdem. So. Ja, danke. Wie viele Leder waren das? 75, glaube ich, ne? 75, 75, wo ist das Floß? Da. 75, ja, das passt. Fasern haben wir ja offensichtlich genug, wenn das hohe Gras da ist. Hey, jo. Ja, es ist einfach krass, ne? Wenn man überlegt, wie lange ich das jetzt schon mache. Ich glaube, seit 2018 oder so habe ich mit ARK angefangen. Jetzt haben wir 2024. Es ist wild. Und es macht halt immer noch Spaß. Oh, hallo? Hallo? Der ist komplett durch einmal. Ja, wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen, ne? Das muss man immer bedenken. Also wir töten ja nicht wahllos einfach Tiere. Hallo? Seit wann? So, ich habe einmal kurz abgebrochen, weil es offensichtlich das Muttertier mit dem... Warte, was ist das? Blower Drop, ne? Müssen wir wahrscheinlich Level 25 verbrauchen, damit das geht. So, das müssten genug Fasern sein für das Floß. Jupp, jetzt brauchen wir 250 Holz. Das heißt, am besten irgendwie, wo ein paar Bäume nebeneinander stehen. Ne, ich möchte immer noch attacken. Das finde ich nicht gut. Hier sind ein paar. Nehmen wir die eben. Vielleicht werden wir nicht gleich erschlagen von dem Ding. Das waren 250, ne? Dann können wir eben hier ein Stück rüber gehen. Das gleich droppen, irgendwie noch wiederfinden im hohen Gras. Dann bauen wir uns einen Floß und dann tigern wir einmal rüber. Und umgehen so ein bisschen den Raptor. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Holz weg, Holz weg. 194 haben wir weggeschmissen. Habe ich gerade gesehen. Dann müsste das jetzt schon reichen. So, wo habe ich es hingeschmissen? Da. Aufheben. Aufheben. Super schlau, unter dem Drop zu craften. Aber machen wir jetzt. Warte, wo ist er? Ja, achso, der ist ja auch gar nicht da drunter. Der ist da. Ich dachte, der Lichtkegel geht irgendwie hier so in mich rein, aber... Also geht er auch. Aber landet woanders. Das Floß ist zu schwer. Es wiegt 85. Wir haben 133 Gewicht. Das heißt, ich muss mal kurz ein bisschen was an Gewicht loswerden. Aber wir haben gar nicht so viel, was wir loswerden können, ne? Geschwindigkeit nochmal.
Das Floß hat auf jeden Fall viel gebracht. So, die Hose können wir mal wegballern, dann die ganzen Beeren einfach mal essen. Also die Werte wurden auch alle angepasst, hat mich wie gesagt an dem Video orientiert, dass wir einfach auch ein bisschen weniger Nahrung verlieren und da nicht die ganze Zeit mit zu tun haben. Also schon damit zu tun haben, aber halt nicht ausschließlich. Ich könnte das droppen und ich kann einfach auch mal das Floß droppen und versuchen, das Richtung Wasser zu rollen, dass ich das da einfach reinsetzen kann. So. Aufheben. Floß droppen. Ich glaube nicht, dass wir das, dass wir schon den Drop aufmachen können, ne? Was auch ein bisschen schade ist. Sehen wir uns, gucken wir uns gleich mal an. So, wieder. Das Floß droppen. Wir sind auch gleich da. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach oben gucken, damit er weiter fliegt. Ja, geht auch. Ich könnte mich auch einmal auf die andere Seite stellen eigentlich, ne? Also so einmal rumlaufen, den weitesten Punkt gucken. Hier. Dann schaffen wir ein bisschen mehr Distanz. Oh, ich dachte, das ist ein Dino, der so einen komischen Sound hat. Okay, kriege ich das jetzt hier schon ins Wasser gesetzt, ist die Frage. Auswählen. Nee. Dann möchte ich das einmal wieder hier haben und einmal wegschmeißen. Platzieren. Ja, perfekt. So, dann gucken wir einmal, ob wir den noch aufmachen können oder schon aufmachen können. Level 25. Das ist schade, aber das haben wir gleich. Welches Level sind wir denn? 22. Siehst du. So, dann hoffen wir mal, dass ich hier nicht stecken bleibe. Und wie fährt man das Ganze? Dann hoffen wir einfach mal, dass jetzt hier nicht dieser riesige Wal ist und uns komplett aus dem Leben rausnimmt. Und dann passt es. Es sind auch ein paar grüne Drops. Was ist das? Nein. Ich fahre einfach. Wir werden es halt sehen. Weil hier sind auf jeden Fall ein paar Loot Crates. Also vor, also hier sind noch so 3, 4, vielleicht auch 5, die ich kenne. Ist die Frage halt, ob ich den riskieren will, weil hier vorne drin müsste auch irgendwo einer sein oder zwei sogar. Ja, ist halt crazy, ne? Also wie klein erstmal mein Charakter aussieht. Und ich habe gerade die FPS angeguckt. 29. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal gefixt. Und ich hoffe vor allem, dass der Safe, dass das Safe-Game halt heile bleibt, ne? Das war ja so ein Ding, was da viele in den... Naja, Bewertung... das ist Vino. Der ist ja jetzt erstmal weg, ne? Dann drehen wir einmal, wenn das geht. So, absteigen. Dann müsste ich ja gut wieder raufkommen. Und dann müsste jetzt hier irgendwo eine... Ich glaube, da ist sie schon, oder nicht? Vielleicht nehme ich auch mal einen Speer in die Hand. Das müsste... Ich sehe es halt so schlecht, oder ist das ein Stück vom Stein? Nee, das ist eine Crate. Sehr gut. The most interesting thing that I've observed about Mayans animals has been what they don't do. They never fight. Among creatures that have been domesticated for generations, like cats or dogs, that's normal. But there's a reason zoos keep their animals in separate enclosures. Certain instincts are hard to curb. And there should definitely be more disputes among such a diverse group. Mayin has even integrated a herd of herbivores into her army, as their thick hides have proven resistant to fire and explosives. Yet despite being surrounded by carnivores, they remain untouched. It doesn't make sense. That's not to take anything away from Mayin. She works hard to treat and train her animals well. She's not bad company either. At least when she's not mute, and I don't go full biologist. Sometimes it felt like speaking a new language. But it's been kind of refreshing. Das ist auf jeden Fall cool, dass das jetzt so ist, dass die synchronisiert, also dass die, ja, sind ja synchronisiert wurden. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob das schon beim alten Arc mit eingefügt worden ist. Dass es das jetzt gibt.
Ah, das Floß hat irgendwie gar keine Hitbox. So, ich stelle das einmal hier ab, quasi, dass wir gleich rüber machen können. Weil hier im Wald müsste auch noch eine sein. Und dann ist eine hier am Hang noch und dann fahren wir rüber, da sind auch noch zwei. Und dann sollten wir erstmal ein paar Level haben. Da ist sie. Helena, you're a dipstick. Going through my notes, I've realized that there are more predators than prey across this entire island by almost double. That's the opposite of how any ecosystem is supposed to work. I can't believe it took a Tyrannosaurus frolicking through the snow for me to see this. It's plain as day. What to make of it? Add in the human factor, and it's impossible for this island to continue as it is by natural means. So, what? Is this island's wildlife being monitored and curated somehow? I should speak with Rockwell. Maybe he's come to a similar conclusion. Das ist cool, weil ich habe ja ein ganzes Video dazu gemacht. Zu der Story von Argon, dass sie jetzt eben, also die hat sich ja kaum einer durchgelesen, ne, die Notes, so, und jetzt musst du sie halt nicht durchlesen, musst halt mal ein bisschen hinhören, was da gesagt wird, und dann passt das auch. Schade, dass das hier, ja, okay, vielleicht weiß ich nicht, ob schade, aber dass es die nicht auch auf Deutsch gibt. Irgendwo muss doch hier noch so ein Gebilde sein, wo dann eine Note drin ist. Also eine Art Ruine, das ist aber schon zu weit, wir sind zu weit drüben. Also so bekommt man zumindest Teile der Story irgendwie mit, ne? Und kann dem Ganzen so ein bisschen folgen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, die Frage ist jetzt halt, wo das ist. Weil ich bin der Meinung, das war eine Ruine, die hier irgendwo steht. Und die werden ja nicht... Ich hoffe, die haben einfach nicht die Notes... Da ist sie, oder? Ja, genau. Stegosaurus regium has approximately 16 paired rows of plates along its back. Flanked by another, smaller pair of six plates. This is contrary to the alternating rows on Stegosaurus fossils I've seen in museums. Not surprisingly, Stegosaurus uses the spines on its tail to defend itself. While not aggressive, Stegosaurus will come to the aid of another nearby Stegosaurus. This implies it to be a herd animal. Stegosaurus is commonly used as a safe way to transport large quantities of goods. And once you saddle one up, not even an Argentavis could knock you off that perch. A Stegosaurus can be trained to flex its back plates for different purposes, hardened to shield it from a tip, in a heavier alignment that deals crippling blows, or oriented more sharply to pierce armor. These various plate configurations also come in handy for stripping wood from trees, gathering thatch, or foraging for wild berries, respectively. Stegosaurus can knock back or impale with a whip of its spiky tail, keeping predators at bay or pinning them in place. Its spiked appendage also helps for gathering berries. Go figure. Sehr gut. Nächste, ich lasse die mal durchlaufen. Ne? Müsst ihr dann sagen in den Kommentaren, was ihr gut findet, was nicht. Among the island's most tenacious pack is Hyaenodon dyrus, a carnivore most often found across the mountains and tundras in packs of 3 to 6. Hyaenodon is a very intelligent predator. Before engaging, it determines if the payoff for a fight is worth the risk of injury. Hyaenodon often prefers not to fight unless there is an already weakened prey or a fresh carcass nearby. This temperament changes quickly, though, near the presence of injured creatures. Hyaenodon quickly becomes very aggressive, and the pack attacks with ruthless abandon. With each vicious chomp of scavenged meat, the Hyaenodon rapidly recovers health and stamina. Despite being too small to ride, Hyaenodon are still popular pets. Their intelligence means they train well, and their natural pack mentality makes them excellent hunting dogs. Their ability to quickly recover health by consuming raw flesh off the bone ensures that they can take punishment, yet continue to fight, and they can efficiently preserve meat in specially crafted saddlebags. A common and terrifying sight on the tundra is a rider on a Canis with a pack of Hyaenodon at its side.
howls and jeers echoing through the night. Next one. Possessing the appearance of a half-duck, half-dinosaur, Hesperornis is a medium-sized fish-eating bird, common in the rivers and lakes of the island. It would be about two-thirds the height of a human if it stood tall, but it rarely does. Hesperornis spends most of its time gliding along the surface of the water, where it is much more maneuverable. Hesperornis is barely a threat to any land-dwelling creature, as its legs are too short for it to move around effectively. But it is surprisingly fast in the water. It can easily hunt down fish and other small water-dwelling creatures. Not particularly useful for hunting and not being affectionate, Hesperornis is primarily kept for the eggs it produces after consuming much fish. When rendered correctly, the eggs separate into two useful substances. One is a protein substance that is high in calories, and the other is an oily liquid that is effectively the same as the oil found in the ocean. Und auf zur nächsten, und dann haben wir schon richtig was geschafft und können ein bisschen durchleveln. Also im Sinne von, ich kann auch gleich ein bisschen Sachen farmen. Die müsste irgendwo hier am Rand stehen. Irgendwo an einem Stein, glaube ich. Hier. Megalania Murispeed is among the largest creatures found throughout the island's complicated cave networks. Reaching up to 3 meters long, it can traverse vertically up cave walls with little difficulty, thanks to its powerful claws. Fortunately, Megalania's size means it is unlikely to sneak up on anyone. Unfortunately for spelunkers, it is an aggressive and dangerous creature nonetheless. Like other Varanidae, Megalania is a venomous creature. Its poison is slow-acting, but will drain the victim's effective strength and health until death, unless cured by a rare antidote. That said, the Megalania's prey are usually ripped apart well before they succumb to the poison's long-term effects. The rare ability of Megalania to effortlessly climb sheer environmental walls makes it a highly sought-after mount. While it is by no means the fastest, strongest, or toughest mount, the manner in which it can effortlessly scale mountains, clamber up barricades, hide in trees, or upside down, ensures it will always have a place in any tribe's stables. Sehr gut, das war das. Dann kann ich jetzt anfangen. Was machen wir zuerst? Ich muss mal kurz die Lage sondieren. Weil wir könnten uns jetzt einen Ankylo zum Beispiel schon holen. Den können wir wahrscheinlich erst in der Werkbank machen, ne? Den Sattel, genau, dann brauchen wir dafür Metall. Und wir brauchen jetzt halt Steinfundamente, den Ofen und Metall. Und halt die Werkbank und so, damit wir halt Stuff herstellen können. Also besseres Werkzeug, meine ich. Es ist halt nur die Frage, das sind die Metal Notes hier, ne? Sehen ein bisschen anders aus. Mit was krieg... Ach, das ist jetzt so unangenehm, ne? Nee, der kriegt gerade nur Stein raus. Das ist nicht gut. Okay, Spitzhacke. It is. Wahrscheinlich. Sehr gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Gewicht. Also ich habe nebenbei gut durchgelevelt. Konnte ihr alles beobachten. Aber es gibt noch einen neuen Level dazu. Und wir haben jetzt halt noch einen ordentlichen Timer laufen. Sind also noch einige Minuten, die würde ich gerne ausnutzen, um da richtig hier was rauszuholen. Base können wir irgendwie ja, unten erstmal aufbauen. Würde ich sagen, was brauchen wir denn jetzt? Wir haben 32, das heißt, das sind 16, die wir rausbekommen, ist ja immer die Hälfte. Wir brauchen für den Ofen brauchen wir gar nichts. Für die Werkbank brauchen wir schon Metallbarren, also 5. Und dann gucken wir weiter. Also wir können jetzt eigentlich... Moment. Wir gehen einmal hier rüber und dann haben wir die Werkzeuge, wie viel wir dafür brauchen. Dass wir jetzt einfach nicht zu viel farmen. Das ist einer und das sind 8. Also 9 plus 5 habe ich, glaube ich, gesagt. Da kommen wir mit unseren 16 hin. Dann können wir das nämlich machen, dass wir es ein bisschen schlau machen. Also wir werden eh, glaube ich, nicht so die Ressourcenprobleme haben. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Holz für ein Fundament. Gewicht habe ich jetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Gesundheit. Diese Kulisse ist krass von den Tieren.